Deutschland digital erleben. Ich freue mich sehr, dass wir heute einladen durften nach Düsseldorf und zwar ins 5G Lab. Dort, wo Innovationen entstehen, dort, wo mit 5G getestet wird. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute einen wunderbaren Gast haben, nämlich Herrn Professor Schuh, der CEO von IGO Mobile. Das Thema Digitalisierung spielt natürlich auch sowohl im universitären als auch im Industriebereich eine große Rolle. Wie wichtig ist das? Ich glaube, Digitalisierung ist quasi der Pate oder der Zwilling der neuen Automobilität. Aber es ist vor allen Dingen auch der befähigende Faktor für das autonome Fahren. Wir kommen jetzt gleich zur ersten Station. Da sieht man schon einige Robots, die miteinander verbunden sind. Die lernen voneinander und die sind auch bei der Altenpflege. Das heißt, wo kann ein Roboter Menschen unterstützen? Wir sehen hier die Industriehallen der Zukunft. Wie wird das funktionieren? Das ist unsere Industrie 4.0 Demofabrik in Aachen. Und die Idee ist, dass wir jedes einzelne Teil immer genau eindeutig identifiziert haben. Das ist ein Beispiel, wo wir einen Kran hier aus Düsseldorf steuern, der sich in Aldenhoven befindet. Also das wird bei den Fahrzeugen im normalen Verkehr extrem wichtig, weil wenn es mal eine Ausnahmeprozedur gibt, weil etwas nicht funktioniert, dann muss jemand doch da sein, der eben nicht im Auto sitzt, der jetzt ganz schnell reagieren und eingreifen kann. Und was wir machen werden, und das ist, ich glaube, das erste Mal überhaupt weltweit, ein Hologramm über 5G in ein fahrendes Auto projizieren. Damit wird der Fahrersitz zur Fernsehcouch oder eben auch zu einem Office-Stuhl. Und diese Lösung werden wir jetzt gleich mal zeigen. Ich darf alle sehr herzlich willkommen heißen. g wird Einzug halten in alle Geräte und da spielen natürlich neue Möglichkeiten mit einer hervorragenden Technologie mit so geringer Latenzzeit eine Rolle. Man hat immer etwas Respekt vor den Dingen, die man nicht kennt. Daher war das so wichtig, dieses Hologramm zu zeigen und einmal zu zeigen, wie könnte man das einsetzen. Und wenn wir es gut machen, braucht keiner mehr Angst haben, sondern wir machen das, weil das automobile Bewegen, das Fahren substanziell sicherer wird. Und ich glaube, wir sind an so einer Schwelle, wo jetzt wirklich der Durchbruch passiert. Und es passt wunderbar zu dem, was wir sagen, we are connecting for a better future.